Ein herzliches Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 mit unseren Vampiren. So, was machst du? Du nimmst den Gericht und du wirst erstmal ein bisschen auf Klo verbringen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, mittlerweile ist jetzt das Accessoire-Pack auch hier live im Let's Play quasi und wir werden das auch gleich mal nutzen. Denn es ist 21.41 Uhr an einem Montagabend und ich finde, das kann man schon mal... Was machst du denn da? Ach, du machst das sauber. Ah, verstehe. Das kann man schon mal, ja, diese Zeit, finde ich, nutzen, um einfach mal ein bisschen Spaß zu haben. Deswegen schmeißen wir uns jetzt in ein vornehmes, entspanntes Party-Outfit und werden dann mal lostingeln. Und zwar ihr beide zusammen. So, ach Mensch, es ist ja schon wieder so viel passiert. Ich meine, das ist aber ein schönes Party-Outfit. Egal, schmeißen wir uns auch rein. Ich meine, Annalena ist hier jetzt gerade so ein bisschen auf Entzug. Die hat jetzt leider den Tag über keine Beute gefunden. Also sie hat ein bisschen rumgespielt und wollte den guten Shingo verführen. Aber so ganz geklappt hat das jetzt leider nicht. So, aber jetzt geht's erstmal ab in die Bowlingbahn und dann gucken wir einfach mal, ob wir da vielleicht dann jemanden finden, mit dem wir eventuell uns ein bisschen vergnügen können, aka den wir aussaugen dürfen, denn sonst fallen wir nämlich hier noch ganz, ganz schnell vom Fleisch. So, ihr hattet ja oder habt vielleicht mein erster Eindrücke-Video zum Bowling-Abend-Accessoire-Pack gesehen. Grrr, es ist Bärennacht. Sims, die diese Nacht ein wenig wild werden möchten, erhalten Rabatt auf alle Getränke. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, wir gehen zusammen bowlen. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie die beiden Mädels sich jetzt hier anstellen. Wenn also man sieht, Betty hat schon gar keine Lust, aber sie ist ja sportlich so fit, also... Sie muss das ja mit links machen. Und Bowling-Schuhe haben sie auch direkt an. Finde ich cool, dass man hier, wenn man direkt reinkommt, tatsächlich auch dann die Bowling-Schuhe sofort anhat. So, Bowling. Ein Geschicklichkeitsspiel für Kinder und Erwachsene. Ein Bowl. Gut, und genauso hatte ich mir das eigentlich vorgestellt, dass es genauso enden wird. Man kann jetzt natürlich auch eine Bowling-Gruppe aufmachen, aber ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob es zu den beiden hier auch irgendwie passt. Oh, das ist echt ein krasses Sixpack, Madame. So, und auch du hast jetzt das perfekte Lama mit ausschließlich Strikes in einem Spiel muss kein Traum bleiben. Uah. Mit geschulten Fähigkeiten und ein bisschen Glück kann Betty es schaffen. Okay, na, da bin ich ja gespannt. Also beide stellen sich bisher auf jeden Fall recht doof an, aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich meine, Bowling, Bowling, komm, wir machen da... Ey, Moment, das ist doch Shingo, oder nicht? Hallo, das ist doch mal, das trifft sich ja richtig gut. Hallöchen, lieber Shingo. Oh je, oh je, oh je. Also, da, da will noch mal einer sagen, dass die... Warte mal, dann breche ich es mal hier. Dass die Bowlinghalle, die Bowlingbahn, Spielhalle, also... Dass das kein guter Ort zum Leute kennenlernen ist. So. Okay, aber zwischen den beiden läuft so... Nein. Böse, böse, wer ist das? Guck mal, sie ist ja gerade ganz hart beschäftigt. Also Betty ist gerade sowas von vertieft in ihr Gespräch mit dem guten Shingo. Das ist ja cool, dass wir den hier direkt auf der Bowlingbahn treffen. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, muss ich ehrlich gestehen. So, meine Liebe, du hör mal auf ganz kurz und geh jetzt mal den Typen da mesmerieren, weil wir brauchen wirklich ganz dringend was zu trinken. So, wir trinken nur ganz, ganz wenig. Zu einem kleinen Trank nötigen, komm. Nicht, dass du nachher dann wirklich noch auf irgendwen losgehst. Sehr gut. So, und das quasi mitten vor Bettys Augen, aber ich glaube... Ja, oder wir trinken auch nichts. Okay, alles klar. Annalena hat wohl dann keinerlei Interesse jetzt hier. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen... viel Glück. Können wir nicht mit dir zusammen bowlen? Komm. Wo ist er denn? Shingo. Komm, dann bowlen wir mal gemeinsam mit Shingo. So, ich glaube, da können wir vielleicht einen ganz guten Eindruck hinterlassen, wenn wir jetzt gemeinsam mit ihm bowlen. Weil er scheint ja wirklich auch einem angesehenen Team zu sein. Deswegen, ich glaube, das kommt dann ganz gut. So, du bist noch ganz entspannt am Quatschen. Ich weiß, es ist schwierig gerade mit deinem Durst, aber da musst du dich halt dann einfach ein bisschen zusammenreißen.
Diese Bowlinghalle ist halt einfach der Hammer. Man sieht halt das, was ich kritisiert habe, ist halt einfach jetzt hier, dass echt lange dauert, bis man die einzelnen Würfe durchgeführt hat. Also wenn man zu zweit spielt, finde ich's. Oh, nice! Betty, hallöchen! Direkt ein Strike, was ist denn da los? So, ich möchte jetzt das Mondlicht-Bowling machen, weil ich finde das viel cooler. Aber wenn man zum Beispiel alleine ist, dauert es echt lange, bis man dann wieder wirft. Ich meine, wir sehen ja hier die Maya Powells. Können wir ja gleich mal gucken. Sie wirft jetzt ungefähr zusammen mit Shingo. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Das ist vielleicht nicht so ganz gut, dass wir mit Betty einfach viel, viel besser sind. Das kommt vielleicht ein bisschen blöd dann bei ihm an, aber wer weiß. So, jetzt müssen wir mal auf Maya achten. Okay, das ging jetzt ziemlich schnell. Das war jetzt ein ziemlich krasses Anti-Beispiel für die Wartezeit. Oh, gerade eben noch einen Strike geworfen. Und jetzt sind wir wieder nur noch bei einem einzigen Pin, der umfällt. Also das geht jetzt... Das ist echt krass. Also es ist wirklich... Ich schwöre wirklich, dass es sonst extrem lange dauert, bis man, wenn man alleine bohrt, bis man den nächsten Wurf ausführt. Aber sie macht das jetzt hier gerade rucki-zucki. So. Unsere gute Annalena unterhält sich hier mit allen möglichen Leuten. Schaut nach links, schaut nach rechts. Ja gut, das Bowlen liegt ihr, denke ich mal, nicht so. Aber dafür Betty umso mehr. Na, nicht schlecht. 4 Pins stehen noch. Also, meine Liebe. Aber es dauert halt wirklich sehr, sehr lange, bis man die Bowlen-Fähigkeit gelevelt hat. Also wir sind jetzt bei 14% und wir sind auch schon ein paar Stunden hier. Aber ist cool, dass der Shingo hier ist. Oh, ich freue mich. Und jetzt hier. Okay, also er ist wirklich, wirklich schlecht. Also wenn jemand gewinnen sollte, dann sind wir das wahrscheinlich. Ich bin gespannt, wie gleich das Ergebnis ausschauen wird, wenn wir fertig gebowlt haben. So, was machst du da? Du willst jetzt ein bisschen den Müll spielen? Das halte ich aber, um ehrlich zu sein, für ein bisschen bescheuert. So, wir hatten ja jetzt auch ein bisschen experimentiert mit unserer Mixen-Fähigkeit, weil wir ja jetzt auch diesen mega coolen Sonnenwende-Cocktail herstellen konnten. Das heißt, wir können jetzt wirklich nach draußen gehen, auch den Tag über hinweg. Und da werden wir dann einfach mal schauen, ob wir dann eventuell Betty auch so ein bisschen von unseren guten Absichten überzeugen können. Also, ich glaube, wir werden gleich aufgeben aufgrund von hohem Energieverlust, aber ich hoffe doch mal nicht. Oh, sie sieht so krass trainiert aus, sie ist so gut. Oh, sauber. Oh, oder auch nicht. So, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also wir lassen jetzt mal wirklich den Durst nicht die Oberhand gewinnen. Was kann man denn hier sonst noch machen? Guck mal, wir können auch ein bisschen Fernsehen gucken. Kann ich da nicht einfach mitgucken? Können auch zusammen den Kanal irgendwie wechseln? Ja, wir versuchen da jetzt einfach mal ein bisschen mitzugucken. So, wieso gehst du? Wir sind doch noch mitten im Spiel. Ich glaube, er ist wirklich so ein bisschen ein schlechter Verlierer. Und dieses Spiel endet aber auch nie, dieses Bowling-Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden die das machen. Also die Maya ist auf jeden Fall weg, die hat anscheinend auch keine Lust mehr. Aber gut, so schlecht ist er jetzt nicht, wie ich dachte. Aber er ist auch nicht wirklich gut. Good luck. Thank you. So, aber immerhin haben wir mal ein bisschen Spaß. Also auch wenn ich, wie gesagt, dieses Accessoire-Pack halt, ja, kritisch beäuge, weil das ist halt, ne, man guckt den halt zu und das ist halt schon schön, aber andererseits auch ein bisschen langweilig. So, das Spiel ist jetzt auch irgendwie einfach vorbei. Entweder er wirft jetzt den letzten Ball quasi, die letzte Kugel, oder wir haben jetzt wirklich aufgegeben, weil wir kaum mehr Energie haben. Und ich glaube, das wird es eher sein. So, guck mal, dann können wir ja hier noch ein bisschen mit dir quatschen, oder? Dich jetzt so ein bisschen ablenken? Nö. Er ist jetzt voll und ganz ins Spiel vertieft. Das ist der Hammer. Wenn die einmal angefangen haben, dann kommen die da auch nicht wieder raus. Gut, dann werde ich mal... Was sind grün oder rot? Wahrscheinlich ist rot meins. So, können wir jetzt gehen oder wie sind wir jetzt verblieben? Achso, du... Oh Gott, und Annalena tut mir so ein bisschen leid. Sie trinkt... um ihren Durst so ein bisschen quasi zu
ignorieren. Ach, es wäre so cool, wenn wir den Shingo auch noch dazu... Ich liebe diese Tänze, das ist wirklich eins der geilen Sachen. Aber es wäre so cool, wenn wir den Shingo auch noch so ein bisschen mesmerieren könnten. Aber jetzt, das ist, glaube ich, kein guter Zeitpunkt. Und ich glaube, wir sollten jetzt auch langsam aber sicher nach Hause dudeln, denn Madame bricht jetzt gleich zusammen, wenn ich jetzt nicht ihren Hintern schnell nach Hause schaffe. Gut, also so ein Bowlingabend hat auf jeden Fall was. Ich meine, dass wir Shingo getroffen haben, war mega der random krasse Zufall, aber umso schöner. Und mal gucken. Müssen wir mal schauen, ob wir den jetzt irgendwie so ein bisschen wenigstens in die Richtung Boyfriend bekommen könnten. So, du darfst jetzt direkt schlafen gehen, ab mit dir. Und wir werden jetzt erstmal unter die Dusche springen, weil wir sind nämlich dreckig. Und dann gucke ich mal, ob ich ein bisschen, und tschüss, Saft aus den Plasmafrüchten rausbekomme, damit ich nämlich meinen Durst stillen kann. Ansonsten müssten wir halt jetzt, ja gut, warten, was passiert, ist immer so relativ, ne? Wir essen dann einfach 20.000 dieser Früchte. Traurig über Boshaftigkeit, ja gut. Schnuggi. Guten Morgen. Betty. Skip die gleiche Art Arschtritt. So. Also, ja, ich fand's trotzdem lustig, muss ich gestehen. Also, mir hat es trotzdem Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen rauszugehen, ne? Aber das machst du dann noch einmal und dann denkst du so, cool. So, warte mal, wir haben aber irgendwas in der Post. Müssen wir auch mal schauen. Vielleicht haben wir ja sogar Glück. Und es sind noch ein paar Plasmabeutel in der Post, weil ich will jetzt nicht noch extra wieder zum See gehen oder zum Teich, um dort ein paar rauszufischen. Also ein paar Fische oder ich will auch nicht Frösche fangen gehen oder so. So, Großmeisterin der Vampire. Also vielleicht sollten wir halt wirklich versuchen, jetzt wo wir immer eigentlich Menschenblut hatten, dass wir jetzt wirklich versuchen, wirklich permanent auf Tierisches umzusteigen. Also dass wir halt die Plasmafrüchte an sich schnabulieren und essen und versuchen daraus ein bisschen Energie zu gewinnen, dass wir dann wirklich die Tiere quasi jagen und fangen gehen. Wäre halt wirklich sinnig, meiner Meinung nach. Weil jetzt hatten wir halt, sag ich mal, den Geschmack des Blutes von Menschen. Und das hat dazu geführt, dass wir so ein bisschen ausgerastet sind in einem Club und alle völlig gestunt haben. Und der ganze Club dann irgendwie ein bisschen überrascht war. So. Ach, guck mal. Plasmafruchtsamen. Kann ich ja theoretisch eigentlich auch nochmal anpflanzen, ne? Hä, wo ist denn der... Okay. Plasmafrucht. Danke, dass du... So. Warte mal, dann werde ich jetzt erstmal noch ein paar Plasmafrüchte essen. Also dann lass uns das wirklich versuchen, dass wir jetzt nur noch auf rein pflanzliche Sachen quasi umsteigen. Und tierische. Pflanzliche und tierische. Und weniger dann die Menschen hier jetzt angreifen. Und dann gucken wir mal, ob wir unsere Mixenfähigkeit auch nochmal verbessern können. In der Hoffnung, dass ich dann nämlich nach und nach jetzt noch weitere coole Tränke herstellen kann. Und ich würde jetzt... Was? Über Gefühle bloggen? Nee, komm. Und ich würde dann jetzt mal schauen, dass wir nämlich unsere Orgelfähigkeit jetzt mitten in der Nacht noch so ein bisschen verbessern. Wir werden sowieso bald wieder schlafen gehen müssen. Weil der Tag bricht nämlich an und dann verfallen wir in diese lethargische Stimmung. Aber bis dahin möchte ich jetzt einfach auch nochmal die Zeit nutzen, um wirklich an der Orgel zu üben. Vor allem, das ist so... Ich glaube, das soll sowas wie Bruder Jakob sein. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch? Ich finde es amazing, dass sie es nicht hört. Annalena kann jetzt Titelsongs auf der Orgel spielen. Oh, das klingt gut. Wann musst denn du zur Arbeit, meine Hübsche? Um 10. Unsere Logikfähigkeit sollten wir auch noch irgendwann... Ah, ist alles so schwierig, alles so gleichzeitig zu handeln. Madame hier beobachten. Das Böseste vom Bösen, der Vampirjäger. Hilf, ich bin nicht lebendig. Ich spiele mal dann den Vampirjäger. Gleich hat sie eh keine Lust mehr zu spielen, weil der Tag heranbricht. Und dann heißt es nur... Der Tag ist da. So, dann spielen wir. Ja, jetzt.
Mhm. Also, klingt wunderschön. So, in einer Stunde muss Betty bei der Arbeit sein, dann werde ich jetzt mal schlafen gehen auch und ein bisschen... Ja gut, meine Kräfte muss ich eigentlich nicht wiederherstellen, weil wir haben noch ziemlich viel Vampir-Energie, aber es ist halt blöd, wenn wir so ausgepowert sind durch die Sonne. Aber so ist das halt. Ein Nachteil muss es ja dann auch geben. So, alles klar. Du hast immer noch... Oh Gott, du nimmst die ganzen Plasmabeutel mit. Das ist ja fies. Du hast auch Tantiemen. Oh, oh, oh. 1300. Nicht schlecht. Vampir-Tagebücher, Part... oder beziehungsweise Buch 4 hat echt richtig gut abgeschnitten. Und die GeekCon findet statt. Ja gut, das ist jetzt was ich nicht unbedingt besuchen möchte, weil es ist sowieso mitten am Tag. Okay, wir könnten natürlich mit dem Trank dahin. So, Betty ist zur Arbeit. Wir könnten theoretisch mit dem Trank zur GeekCon. Kann ich mir den nochmal herstellen? Sonnenwende. Ja, geil. Dann stellen wir uns den jetzt nämlich her und dann gehen wir jetzt nämlich raus und werden mal schauen, dass wir dann nämlich ein bisschen auf der GeekCon herumflubbeln können. Ich meine, sonst bleiben wir halt wirklich den ganzen Tag immer nur drin. Das ist vielleicht auch ein bisschen langweilig. Und gerade jetzt, wo wir diesen Trank entdeckt haben, sollten wir das ausnutzen. Na komm, Schnucki. Jawohl. Und der leuchtet wieder so schön. So, dann gönn dir... oh Gott, was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Sehr schön. So, Sunny Walker. Dann geht's jetzt... Oh, warte mal. Die heutige Post. Vielleicht ist ja was Positives. Ja, du, ne? Hast du ein Glück, dass ich keine Menschen mehr fresse? Sonst hätte ich dich jetzt für diese Bemerkung glatt gefressen. So, komm mal her. Ich find's so geil. Ohne Probleme können wir jetzt in der Sonne rum. Wie lange? 4 Stunden. Gut, das reicht eigentlich. So, dann würde ich jetzt sagen, wir reisen auf jeden Fall zur GeekCon. Wie gesagt, Betty muss jetzt halt arbeiten. Die muss dann aber auf jeden Fall noch ganz dringend ihre Logikfähigkeit leveln. Und wir reisen jetzt am helllichten Tag zur GeekCon. Vielleicht finden wir da ja einen coolen Wissenschaftler, den wir mögen. Ich meine, vielleicht sind ja so kleine Nerds, Geeks, so eher was in der... Lena anzieht. So. Okay. Caleb, ich habe Lust an mit mir Raketen, Raumschiff, okay. So, an der Rakete arbeiten, die gerade bereits schon abgeht. So. Lily Feng, der sieht aber auch ganz cool aus. So, dann lass uns mal zusammen hier, ne? Da bin ich ja jetzt gespannt. Wo ist denn Caleb? Kann jetzt Raketen bauen. Ja, wo ist er denn? Also wir können jetzt Raketen bauen, aber hä? Er ist doch gar nicht hier, oder? Er kann ja eigentlich auch gar nicht da sein, weil er würde doch verbrennen. So, wer sieht denn... Der sieht aus wie eine missverstandene Seele. Der Aaron Beda. Hm. So, an der Rakete arbeiten haben wir jetzt gemacht. Wir werden uns mal lustig dem Typen jetzt vorstellen. So, also das war auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Date. So, vorzeitig beenden. Weil er kommt ja sowieso nicht. Aber er sieht aus wie eine kleine missverstandene Seele. Und das finde ich cool. Das finde ich interessant. Aaron Beda könnte interessant werden. Über 1000 Bären in Ameisengröße gegen eine Ameise in Bärengröße diskutieren. Okay, über die Aussprache von Gift liebevoll über Cosplayerin, das ist ja süß. Über Ausfall der TV-Show schimpfen. Witz über Techimächte in dem Raketenschiff machen. Über die Aussprache von Gift streiten. Das ist ja süß, Witz über Pi machen. Setz dich mal daneben oder findet euch doch... Hey, warte doch mal. Was ist denn jetzt? Wieso geht er denn jetzt weg von mir? Wollt ihr jetzt direkt das testen mit dem Raketenschiff? Hm. Ach, gucke mal. Wir haben uns so einen kleinen Nerd geangelt. Das finde ich irgendwie niedlich, weil ich könnte mir vorstellen, dass er so voll... so gar nicht mit der Welt so richtig klarkommt. Irgendwie oh, er sieht niedlich aus. Vor allem mit seiner coolen Schmalzlocke, die er da vorne hat. Aber, ja, also, ich meine, er ist jetzt auf jeden Fall ein Sterblicher. Und das ist ja auf jeden Fall schon mal Annalenas Beuteschema. Also, viel falsch machen können wir theoretisch jetzt nicht mit ihm. Aber ich weiß noch nicht so ganz, ob das ein Ding für die Zukunft ist.
Denn, ja, er ist halt ein Sterblicher und wir eine Vampirin. Und wir können halt auch nur wirklich raus, wenn wir die Sonnenlichtresistenz haben. Und die ist leider jetzt auch nicht mehr so lang. Aber es macht ihr anscheinend extrem viel Spaß mit ihm hier. Deswegen, ich bin gespannt, ne? Vielleicht entwickelt sich ja daraus eine interessante Freundschaft. Wir werden es sehen. Aber, meine Lieben, ich werde jetzt hier an dieser Stelle einen Cut machen. Wir sehen uns dann am Montag ganz entspannt wieder. Und dann gucken wir mal, was hier mit Arun geht. Bis dahin sage ich, bye bye.